Hallo und herzlichst begrüßt auf unserem Kanal. Auf der Suche nach schönen Plätzen sind wir diese Woche an der Mosel gelandet. Wir besuchen nun einen Stellplatz in Traben-Trarbach und finden einen Geheimtipp in Kienheim. Sollte euch das interessieren, könnt ihr zusteigen und uns begleiten. Nachdem nun alle Fahrgäste ihre Reiseplätze eingenommen haben, geht sie nun los, die wilde Fahrt, in Richtung Mosel. Sorry für die schmutzige Frontscheibe, aber wir hatten reichlich Kollisionen mit fliegendem Getier. An der Schranke wird das Kennzeichen des einfahrenden Wohnmobils gescannt und erscheint beim Anmelden im Display des Zahlautomaten. Die Schranke öffnet sich automatisch. Wir fanden einen Platz direkt am Fluss. An der Fahrerseite geht der Blick direkt in die Weinberge. Der Anmeldevorgang am Bezahlautomaten ist mehrsprachig und selbsterklärend. Wir haben bei unserem Aufenthalt im Mai 2022 14,40 Euro inklusive Strom, Wasser, Abwasser und Kurtaxe bezahlt. Traben-Trarbach ist eine Stadt an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist ein staatlich anerkanntes Heilbad und gemäß Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen. Der Ort besteht aus zwei Teilen und ist durch die Mosel getrennt. In Stellplatznähe führt eine Brücke fußläufig erreichbar von einem Teil zum anderen. Auf der Mosel werden pro Jahr über 10 Millionen Tonnen Güter aller Art transportiert. Dazu gibt es die Möglichkeit, eine Mosel-Rundfahrt zu unternehmen. Auch Moselkreuzfahrten sind im Programm der Personenschifffahrt. Hier haben wir uns kurz gefragt, wer wen filmt, aber es hat sich geklärt. Der kleine Ort mit seinen mittelalterlichen Gebäuden kann sich sehen lassen. Hier eine Kostprobe. Die katholische Kirche Peter und Paul sieht älter aus, als sie ist. Denn sie ist erst 1911 erbaut worden. In meinen Augen ein wunderschöner Bau, der typisch nach Mosel aussieht und einen Besuch wert ist. Eine Anwohnerin verschaffte uns den Zutritt zu dieser Kirche, dafür nochmal schönen Dank an dieser Stelle. Der Moselradweg schreit förmlich nach einer Befahrung und ist auch ohne Steckdosenfahrrad gut zu benutzen. Vordergrund macht bildgesund, sagt man so. Aber die allgegenwärtigen Weinberge im Hintergrund sind auch schon schön. Die Anbindehaken fanden wir etwas überdimensioniert, aber zum Fotografieren und Filmen warteten unsere Fellnasen brav am Set. Die Nacht brach herein und Erholung erwies sich als vorteilig für das nächste Unternehmen. Die Besteigung der Ruine Grevenberg stand am nächsten Morgen auf dem Programm und ist nur für gesunde Beine zu empfehlen. Es führt aber auch eine Straße bis kurz unter die Burg, so kann man sie auch mit dem Auto anfahren. Ein Wohnmobil ist hier allerdings nicht angebracht. Der Lohn für einen anstrengenden Aufstieg ist die Aussicht, die sich sehen lassen kann. Diese Aufnahme zeigt, wie die Burg Grevenburg mal gewesen sein könnte. Hier noch ein paar Eindrücke aus der Luft, die wohl für sich sprechen.
Die Burg wurde 1350 von Graf Johann III. Von Sponheim errichtet. Sie hat in ihrem Dasein viel mitgemacht und ist leider nur noch eine Ruine. Die Erklärungen hierzu sind mehrsprachig und komplett. In der Saison gibt es sogar einen Restaurantbetrieb hier oben. Herr Ober, ein Wasser und eine Kaustange bitte. Und es ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Der Abstieg geht physikalisch bedingt schneller. Vor allem, wenn die Belohnung groß genug ist. Der Rückweg bis zu den Rädern wird durch sehenswerte Gebäude und Brücken versüßt. Gar nicht weit von unserem Stellplatz entfernt gibt es auch einen Campingplatz, der ebenfalls direkt an der Mosel liegt. Diese Weinberge hatten es uns schon angetan und gefühlsmäßig haben wir auch jeden abgegrast. Noch eine kurze Information zur Fähr- und Entsorgungsstation von unserem Stellplatz. Er hat alles, was man braucht und kann sich sehen lassen. Frisch versorgt fuhren wir weiter zu unserem nächsten Ziel, das da Kienheim heißt. Die Fahrt dahin kann man auch getrost als Sightseeing bezeichnen. Auch dieser Stellplatz befindet sich direkt am Fluss und hat eine gute Sicht aufs Wasser. Er kostete für uns 10 Euro am Tag, Strom hätte man für 2 Euro dazu buchen können. Der Platzwart kam zweimal am Tag und kassierte. Es gibt auch einen Zahlautomat, der Bargeld und Karten akzeptiert. Ein kurzer Flug durch die Kienheimer Altstadt vermittelt einen Eindruck der altertümlichen Gebäude. Es gibt zwei Ortsteile, die wieder mit einer Brücke verbunden sind. An vielen Häusern gibt es Infotafeln zur Geschichte der Gebäude. An einigen Häusern ist die Zeit jedoch stehen geblieben. Wie überall hier in der Gegend ist der Weinbau ein fester Bestandteil des Lebens. Hier könnte Dornröschen ihren moselnahen Wohnsitz haben. Wenn dem so ist, dann haben wir auch ihr Campingfahrzeug gefunden. Und wer weiß, vielleicht können wir sie ja demnächst in unseren Reihen begrüßen. Wir hatten einen Platz in der zweiten Reihe und somit auch eine schöne Aussicht auf die Mosel. Ach ja, einen Brötchen-Service gibt es auch noch und der heißt bezeichnenderweise Teilchenbeschleuniger. So, das Wasser ist vertilgt und nun soll es eine Steigerung geben. Direkt gegenüber des Stellplatzes befindet sich ein Restaurant. Im Ort gab es vom 6. bis zum 8. Mai auch noch einen Trödel- und Antikmarkt zu bestaunen. Der Besuch war Programm. Die Bilder lassen eine Ahnung zu, es geht nach Hause. Noch eine kurze Beschreibung der Fähr- und Entsorgung, es ist alles da, was man braucht. Nochmal flugs zum Trödelmarkt rübergeschaut und dann trollern wir in Richtung Eifel. Hier einmal die Antwort auf Nachfragen. Unser Kai-Uwe ist eigentlich sehr sparsam. Wir kommen im Normalbetrieb immer über 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Unsere Sightseeing-Tour geht weiter und wir nähern uns dem Nürburgring, was man dem sportlichen Straßenverlauf ansehen kann. Auch das Ahrtal lag auf unserer Reiseroute und hier konnte man sehr deutlich sehen, dass es hier noch nicht zum Besten steht. Wir kamen ohne nennenswerten Vorkommnisse wieder daheim an und planen schon ein neues Abenteuer.
Wenn ihr dabei sein wollt, freuen wir uns natürlich auf ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Ein Daumen nach oben ist euer Lohn für unsere Arbeit. Also bis plötzlich in, schauen wir mal.